Wie ist das für dich, wenn du die Traurigkeit hier in dieser Stadt erlebst? Ich finde das ganz schrecklich, weil das einfach ein ganz schrecklicher Vorfall ist und der meiner Meinung nach zu sehr in der Öffentlichkeit steht. Also klar, das ist ein Vorfall, der ist nicht alltäglich und der ist auch ganz furchtbar und jeder interessiert sich dafür, aber die Privatsphäre ist einfach nicht mehr gestattet und das finde ich einfach nur traurig, weil du kannst hier nicht über die Straße gehen, ohne angeguckt zu werden und zu denken irgendwie, dass die Leute jetzt denken, oh, ist sie jetzt auch betroffen? Hat sie auch jemanden verloren? Und meiner Meinung nach ist es auch einfach die falsche Reihenfolge. Also das sind ja ganz junge Menschen, die haben ihr ganzes Leben noch vor sich. Und ja, sie sollten einfach nicht so früh sterben, weil die hätten noch so viel erleben können. Und ja. Kannst du nachvollziehen, was die Angehörigen durchmachen müssen? Ich denke, ich kann es besser nachvollziehen als jemand, der noch niemanden verloren hat, weil ich denke, dass ich einfach in einer ähnlichen Situation war. Mein Bruder hatte einen langen Krankheitsweg und deswegen konnte ich mich allerdings besser verabschieden, sage ich mal. Ich konnte mich noch neben meinen Bruder legen, neben meinen toten Bruder und ich konnte ihn auch vernünftig beerdigen. Aber die Leute, die bei dem Absturz jemanden verloren haben, die können einfach, die wissen nicht, wie ging es den Menschen dann, während er gestorben ist quasi und was hat er vorher gedacht, wie sah er aus und ja, sie haben auch einfach keine Leiche, die sie irgendwie, was sie greifen können, worüber sie trauern können. Warum bietest du deine Hilfe hier in Haltern an? Ich finde, das ist eine ganz wichtige Angelegenheit, einfach zu zeigen, dass nicht schlimm ist zu trauern und dass man auch offen darüber reden kann, ohne irgendwie Angst haben zu müssen, auch schief angeguckt zu werden oder ohne befürchten zu müssen, was die anderen Leute darüber denken, weil man einfach jetzt in einem Kreis ist, wo jeder eine Person verloren hat, wo man offen reden kann und auch einfach verstanden wird. Ja. Okay.